Ganz einfach war es für die Märklin-Ingenieure nicht, das Weihnachtsmotiv im Maßstab 1 zu 87 genau zu treffen. Ein Blick auf die große 120-129 zeigt, wie kompliziert der Farbaufbau in vielen Bereichen ist. Da erscheint das normale Rot vergleichsweise als ein richtiges Kinderspiel. Bei der Herstellung der Druckvorlagen im Göppinger Stammhaus von Märklin spielt der PC natürlich eine wichtige Rolle. Das Seitenteil des Weihnachtsmotivs ist schon eingescannt. Jetzt müssen die normalen Konturen der Baureihe 120 dazugefügt werden. Diese werden von einer ebenfalls eingescannten Seitenansicht einer herkömmlichen 120 entnommen. Dabei stellt der Computer die Umrisse des Gehäuses elektronisch frei. Die nicht benötigten Partien werden einfach weggeblendet. Dann bringt der Operator wieder das Weihnachtsmotiv in den Vordergrund und passt die von der Serienlok übernommenen Konturen an. Schließlich wird das DB-Logo eingespielt und die exakte Beschriftung dazugefügt. Die Abstände zwischen den Ziffern korrigiert das Grafikprogramm ganz exakt. Verschiedene Darstellungsgrößen ermöglichen ein genaues Arbeiten, speziell bei der Positionierung kleinster Beschriftungsteile. Jetzt ist das Seitenteil fertig bearbeitet und kann zum Belichter geschickt werden. Für jede Farbe legt das PC-Programm ein spezielles Filmteil an, das letztlich die Intensität der Farbtöne bestimmt. Diese Filme werden dann im Märklin-Fotolabor auf speziell beschichtete Kunststoff-Klischee-Platten belichtet. Jeder Farbton bedingt auch hier ein spezielles Klischee. Bei der Weihnachtslok kommen 10 verschiedene Platten zusammen. Ein starker Lichtblitz erhellt kurz das Innere des Belichters. Die Klischeeplatte kann jetzt entnommen werden. In einer speziellen Flüssigkeit werden die Konturen der vom Film vorgegebenen Farbfläche auf der Klischeeplatte ausgewaschen. Dieser Prozess dauert nur kurze Zeit. Dann ist die jeweilige Klischeeplatte zur Weiterverwendung in der Tampon-Druckmaschine bereit. Im Tampon-Druckverfahren wird mit den Eurofarben Gelb, Blau, Rot und Schwarz gedruckt. Dazu kommen noch entsprechende Zusatzfarben. Die Farben werden vollautomatisch gesteuert, nass in nass auf das fixierte Gehäuse aufgetragen. Dabei vermischen sie sich und ergeben die fotorealistischen Farbeffekte. Bei der Weihnachtslok kommt das Prunkstück der Göppinger Bedruckungsabteilung zum Einsatz. Die hochmoderne Druckmaschine kann mit rotierenden Tampons 10 Druckvorgänge mit maximal 8 verschiedenen Farben in einem Arbeitsgang bewältigen. Ein Wunderwerk der Technik, das filigrane Ergebnisse liefert. An einem Gehäuse wollen wir deutlich machen, wie genau diese Hightech-Maschine arbeitet. An der Stelle, wo das DB-Emblem stehen soll, wird zunächst der weiße Hintergrund aufgedruckt. Darauf setzt ein anderer Tampon im selben Arbeitsgang absolut millimetergenau das DB-Logo. Die Druckfarben müssen laufend auf ihren Zustand hin überprüft werden, um ein gleichmäßiges Druckbild zu gewährleisten. Nach der routinemäßigen Farbkontrolle läuft die Bedruckung weiter. Die Maschine ist rechnergesteuert, eine Mitarbeiterin überwacht dennoch die rotierenden Tampons. Jedes Gehäuse läuft nach der Bedruckung durch eine erste optische Prüfung. Kleinere Unsauberkeiten werden von Hand korrigiert. Ein perfektes Märklin-Modell erfordert, trotz vieler Maschinen, immer noch den vielfältigen Einsatz von qualifizierten Mitarbeitern. Nur so kann die Qualität erreicht werden, die Märklin-Kunden erwarten. Das gilt auch für die Endmontage von Gehäuse und Antriebseinheit. Am Montageplatz bereits wird geprüft, ob die Lok funktionstüchtig ist. Die eigentliche Endabnahme der fertigen Modelle läuft dann auf einer speziellen Teststrecke. Wie sieht dort das Testprogramm genau aus? Wir stehen hier in einem Arbeitsplatz, auf dem die Qualität dieser Venus-Lok in optischer und funktioneller Hinsicht geprüft wird. Mit Hilfe des PCs werden folgende Funktionen geprüft: Anfahren, Fahrtrichtungswechsel, Lichtwechsel, Oberleitung und Höchstgeschwindigkeit. Jede Lok, die das Werk verlässt, muss diese Prüfung auf dieser Anlage bestehen. Diesen Worten kann man eigentlich nur hinzufügen, allzeit gute Fahrt für die Weihnachtslok. Nur das Modell wird die Erinnerung an die erste Kunstlok wachhalten,
denn das große Vorbild fuhr nur bis Januar 97 in dieser faszinierenden Farbgebung.